Also die, die da hinten Schlange stehen, sorry, hier ist alles dicht. Ihr müsst in andere Panels, in andere Workshops gehen, die sind mindestens genauso gut. Ich meine, vielleicht nicht ganz so gut wie unseres, aber trotzdem, es gibt viele Möglichkeiten, sich hier einzubringen. Ich glaube, wir starten. Kalispera, günaiden, dobrodošli, benvenuti und buon tardo. Habe ich das richtig gemacht? Ah, super. Also, herzlich willkommen zum Debattencamp 2018 der SPD. Und was soll ich sagen? Ich sage das jetzt für mich und für alle, die ich nicht gefragt habe, aber wir freuen uns auf euch, auf die Diskussion mit euch. Wir freuen uns auf das Morgen und wir freuen uns auf Europa, auf Demokratie und auf soziale Gerechtigkeit. Ich glaube, das sind im Wesentlichen die Themen, die wir in den Tagen heute und morgen besprechen werden. Es werden zwei sicherlich spannende Tage hier im Funkhaus Berlin. Es gibt hier 6 Bühnen. Es gibt 4 weitere Orte, wo sich Leute treffen und Themen besprechen, also insgesamt 10 Foren. Und es sind 300 Themen eingereicht worden. Und die meisten, ein sehr großer Teil, ich glaube über 70-80%, wird sich hier in den einzelnen Workshops wiederfinden. Also maximale Beteiligung. Und wir werden hier in diesem Forum, in der Werkstatt, Themen diskutieren. Ganz viel Europa, die Einheit des Kontinentes, aber auch die Einheit des Landes, in dem wir leben. Rechtsextremismus und die Vereinbarkeit von Umwelt und Arbeit. Und all die, die nicht hier sind, die entweder draußen sind oder zu Hause oder in der Kneipe oder im Café, können uns per Smartphone, Tablet, im Netz anschauen, mitdiskutieren auf Hashtag SPDDC. Ich will eine Sache nur vorwegnehmen. Das ist hier keine Spaßveranstaltung. Wir werden bestimmt Spaß haben, aber wir machen das in einer Zeit, Andrea Nahles sagte es, in dem der Kapitalismus digitalisiert ist und wir eine mit Sicherheit nicht einfache Situation in Gesellschaft und Arbeitswelt erleben. Wir haben eine wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, darauf hatte Andrea hingewiesen. Wir haben eine Situation eines gespaltenen Europa und wir haben eine Sozialdemokratie, die mindestens im Umbruch ist. Und diesen Realitäten wollen wir uns aber stellen und fangen hier mit dem Großen und Ganzen an, mit Europa. Der Süden ist gebeutelt, der Norden und die Mitte driftet ab. Rechtsextreme Nationalisten kommen mittlerweile in Führungsverantwortung in Regierungen. Aber es gibt auch ein bisschen das Gegenteil. Es gibt neue, junge, frische linke Bewegungen. Bewegungen, die sich solidarisieren zum Beispiel mit Geflüchteten. Und das wird dann auch unsere zentrale Frage sein. Wie können wir das alles zusammenbringen? Wie können wir Europa als Einheit behalten? Und dazu wollen wir nicht Nabelschau betreiben, sondern wir wollen hören, was uns andere sagen. Deswegen hat die Bundesvorsitzende der SPD, Andrea Nahles, interessante Gäste eingeladen, die uns einen Input geben wollen. Und warum sie das gemacht hat, das sagt sie uns selber. Andrea Nahles. Ja, liebe Genossinnen, Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, meine europapolitische Rede habe ich gerade eben gehalten. Die werde ich hier nicht wiederholen, aber ich möchte doch meine beiden Gäste hier heute noch mal persönlich auch begrüßen. Es gibt viele, die rufen diese nächste Europawahl zur Richtungswahl auf. Die wollen Europa, so wie wir es schätzen, so wie wir es lieben, zerstören. Wer sich mal einige Tweets von Salvini oder Orban übersetzen lässt, der wird feststellen, dass sie das ganz offen sagen. Und ich sage dagegen, nein, wir lassen uns dieses Europa nicht zerstören, wir machen es stärker. Und ich sage, Europa ist nicht vorbei, sondern es fängt an mit denen, die wollen. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute hier zwei Ministerpräsidenten in Europa habe, die diese Überzeugung mit uns teilen. Antonio Costa ist erfolgreicher Ministerpräsident einer
hochinteressanten Regierungskonstellation, einer Minderheitsregierung, die exzellent funktioniert. Das ist allein schon einen großen Applaus wert, denn es ist eine fortschrittliche, eine progressive Minderheitsregierung. Und Alexis Tsipras ist einer, der hier in Deutschland sehr bekannt ist und den wir im Gegensatz zu anderen in Deutschland extrem schätzen und dem wir sagen, unsere Solidarität gilt Griechenland. Ich lasse jetzt unsere Gäste sprechen. Antonio, du hast das Wort. Liebe Andrea, liebe Katharina, lieber Alexis, die portugiesische Sozialistische Partei und die SPD teilen eine lange Geschichte gemeinsam mit ganz einzigartigen Zeitpunkten. Zum Beispiel am 19. April 1993, in der Zeit der portugiesischen Diktatur, hat die SPD uns die Möglichkeit gegeben, hier in Bad Münstereifel unseren Gründungskongress durchzuführen von Antonio mit unter Leitung von Antonio Suarez. Ganz herzlichen Dank an die SPD. Die SPD wird immer ein Referenzpunkt für alle Sozialisten und Sozialdemokraten sein. Die SPD wird ebenfalls immer ein Referenzpunkt für Europa sein. Wer wäre besser dazu geeignet als Willy Brandt und seine Ostpolitik, wenn es um eine Inspiration eines Europas ohne Grenzen geht? Wer hat sich denn stärker für eine europäische Integration eingesetzt, als es Helmut Schmidt tat? Und geben Sie mir die Möglichkeit, hier ein ganz herzliches Dankeschön zu sagen an einen weiteren Europäer, großartiger Charismatiker, Martin Schulz, für seine Freundschaft. Für seine Freundschaft mit Portugal und auch für seine unermüdliche Unterstützung meiner Regierung in Brüssel seit dem Tage Nummer 1. Es ist wirklich ein großes Vergnügen, hier heute bei euch zu sein und über die ambitioniertesten und erfolgreichsten Projekte zu sprechen, die wir geschaffen haben. Das ist die Europäische Union. Und heute möchte ich Ihnen drei hauptsächliche Botschaften übermitteln. Erstens, die Europäische Union ist wesentlicher Wert für uns Europäer und entscheidend für das sozialdemokratische Projekt. Zweitens, das europäische Projekt ist pluralistisch und erfordert eine starke Sozialdemokratie, die sicherstellt, dass wir eine starke Demokratie haben auf der Grundlage von Alternativen. Und drittens, die Sozialisten und Sozialdemokraten müssen sich mobilisieren.
Populismus, Ausländerfeindlichkeit, Protektionismus und Extremismus können nur besiegt werden durch Wahrheit und bekämpft werden mit Ergebnissen. Zum ersten Punkt. Mehr als je brauchen wir ein starkes Europa, das in der Lage ist, auf die Ängste, die Befürchtungen und auch die Erwartungen der Bürger zu reagieren. Die Herausforderungen, die vor uns liegen, betreffen nicht nur Deutschland, Griechenland oder Portugal. Es sind globale Herausforderungen. Denn keiner dieser Herausforderungen, sei es die Migration, der Klimawandel, Terrorismus, Bedrohungen für den Frieden, Globalisierung oder die Wirtschaft 4.0. Keines der Probleme kann besser gelöst werden, in irgendeiner Weise ohne oder außerhalb der Europäischen Union, ganz egal, wie groß oder reich ein Land sein mag. Nur zusammen können wir in der globalen Ära erfolgreich sein. Allein in Abschottung werden wir immer Verlierer sein. Nur gemeinsam in der Europäischen Union sind wir in der Lage, eine abgestimmte Aktion weltweit zu führen, um das Pariser Abkommen umzusetzen. Das ganz wichtig ist, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen, denn er bedroht die Menschheit und ist eine große Sorge für 78% der Europäer, die das Gefühl haben, dass Jahr für Jahr die immer stärker werdenden Verwüstungen durch das Klima mit Stürmen, Waldbränden und Überschwemmungen, die wir von Nord zu Süd, von West zu Ost erleben. Nur vereint durch eine permanente, strukturierte Zusammenarbeit und gemeinsame Sicherheitspolitik können wir größere Verantwortung übernehmen in Solidarität und in Ergänzung zur NATO, um Instabilität in den Griff zu bekommen, die uns umgibt und Frieden und Sicherheit bedroht. Nur gemeinsam können wir die polizeiliche Zusammenarbeit, die justizielle Zusammenarbeit und den Austausch von Informationen zwischen unseren Nachrichtendiensten stärken, um uns dem Terrorismus entgegenzustellen, der Angst in unseren Straßen, unserer Städte verbreitet. Nur die Europäische Union kann eine Handelspolitik aufrechterhalten, um globale Märkte zu regulieren und dass die hohen sozialen Umwelt- und Nahrungsstandards zu erhalten und die Globalisierung zu regulieren und die Herausforderungen zu begrenzen, die sich dadurch stellen, um das europäische soziale Modell nachhaltig zu entwickeln. Nur durch die Entwicklung des sozialen Pfeilers, des einheitlichen Marktes und gemeinsamer Investitionen in der Gesellschaft können wir unsere soziale Marktwirtschaft verteidigen und dafür sorgen, dass wir Wachstum und menschenwürdige Arbeitsplätze schaffen und auch die Herausforderungen bewältigen, die durch den digitalen Übergang und die Automatisierung in der Zukunft der Arbeitswelt und in unserer Gesellschaft sich stellen. Mit anderen Worten, die Antwort auf die Ängste unserer Bürger und Bürgerinnen ist nicht antieuropäischer Populismus. Im Gegenteil, es ist eine stärkere Europäische Union, die wirksamer im Schutz der Europäer und Europäerinnen agiert. Zweitens, das europäische Projekt ist pluralistisch und erfordert eine starke Sozialdemokratie, die eine starke Demokratie sichert auf der Grundlage von Alternativen. Es ist mehr als eine einheitliche Währung oder ein einheitlicher Markt.
Europa ist eine Wertegemeinschaft, ein gemeinsamer Raum der Demokratie, der Freiheit, des Friedens und des Wohlstandes für alle. Wenn wir ein gemeinsames Haus teilen, dann haben wir auch gemeinsame Regeln. In der gleichen Weise, wie es auch in einer Familie passiert. In der europäischen Familie können wir alle gemeinsam am Tisch sitzen und eine Mahlzeit genießen. Aber wir müssen ja nicht das gleiche Gericht wählen. Meine Frau und ich, wir essen am liebsten ein gutes Eisbein mit Sauerkraut. Mein Sohn jedoch, der sich in Diät befindet, der wird gekochten Fisch vorziehen. Aber wir sollten auch die vegetarische Option seiner Frau respektieren. Wenn man Teil einer Familie ist, dann heißt das nicht, dass man seine eigene Identität aufgibt. Diejenigen, die Kinder haben, wissen, dass obwohl alle die gleiche Ausbildung bekommen haben und die gleiche Fürsorge und Liebe und trotzdem haben alle ihre eigene Identität und ihre Freiheit, das Leben so zu leben, wie sie es möchten. In der gleichen Art und Weise ist es in der Europäischen Union so, dass Gemeinsamkeit von Werten, die man teilt, nicht bedeutet, dass man man die Identität ausgibt oder die Freiheit aufgibt, eigene Entscheidungen zu treffen. Wenn man gemeinsame Ziele stellt, dann hält uns das nicht davon ab, dass wir sie über verschiedene Methoden verfolgen. Und das ist es, was die Europäische Union stark macht. Es ist der Kompromiss zwischen der gemeinsamen Verantwortung und individueller Freiheit. Vor 3 Jahren, als wir unsere portugiesische Regierung gebildet haben, hatten wir uns verpflichtet, dass wir die Sparsamkeitsmaßnahmen beenden und diese Seite umschlagen werden. Und viele haben gesagt, das würde zu steuerpolitischer Unverantwortlichkeit führen. Wir haben aber eine Alternative zu den Sparmaßnahmen vorgelegt, um das Vertrauen der Menschen und der Wirtschaftsakteure wiederherzustellen. Unsere Wachstumsraten sind gestiegen. 2017 hatten wir das größte BIP-Wachstum des Jahrhunderts. Zum ersten Mal, seit wir dem Euro beigetreten sind, sind wir voll und ganz auf dem Stand der Europäischen Union. Private Investitionen haben sich um 9% erhöht, Exporte um 8%. Die Arbeitslosigkeit ist auf 6,8% gesunken und wir haben das Haushaltsdefizit von 3,1 auf 0,7 reduziert. Das niedrigste Defizit in der Geschichte der portugiesischen Demokratie. Und das ist der Pfad, den wir verfolgen werden. Wir wollen eine positive Bilanz weiterhin erreichen. Dadurch haben wir es geschafft, die hohe Verschuldung, die wir geerbt haben, überwinden konnten. Und es hat sich gezeigt, dass diese wunderbare Kombination zwischen Wirtschaftswachstum und Arbeitsplatzbeschaffung ein wesentlicher Bestandteil ist, um ausgeglichene öffentliche Bilanzen zu erreichen. Und dabei haben wir auch berücksichtigt, dass die Hälfte der Defizitreduzierung erreicht wurde,
aufgrund der weniger notwendigen Zahlungen für Arbeitslosigkeit und aufgrund der höheren Rate von Mitgliedsbeiträgen der Sozialversicherung, den diese neuen Arbeitnehmer nun zahlen. Und es ist dank der Defizit- und Schuldenverminderung, dass wir in der Lage gewesen sind, auch die finanziellen Schwierigkeiten zu überwinden, die jetzt es möglich machen, dass portugiesische Unternehmen investieren können, konkurrenzstärker sind und bessere Arbeitsplätze für uns alle schaffen können. All dies war möglich, weil nämlich ganz anders, als es die neoliberalen Orthodoxen sagen, die Wirtschaftsakteure wieder Vertrauen gefasst haben und das Wirtschaftswachstum wieder gestiegen ist. Ich möchte die Möglichkeit nutzen, um den deutschen Unternehmen für ihr Vertrauen zu danken. Deutschland ist der größte industrielle Investor in Portugal. Und in der letzten Woche, gerade erst letzte Woche, haben zwei große deutsche Unternehmen, Siemens und Volkswagen, angekündigt, dass sie neue Investitionen in unserem Land durchführen wollen, in hochqualifizierten Arbeitsplätzen, in digitaler und Softwareentwicklung. Wir haben das Defizitverfahren hinter uns gebracht und die Ratingagenturen sehen uns jetzt als gute Investitionsgrundlage an. Aber das Wichtigste dabei ist, dass wir den unabhängigen demokratischen Willen unserer Menschen respektieren, nämlich, dass wir die Seite der Sparmaßnahmen umschlagen, zurücklassen. Und das bedeutet, dass die Menschen wieder Vertrauen in die demokratischen Institutionen fassen und wieder an die Europäische Union glauben. Die Portugiesen haben ihre Zufriedenheit geäußert und vertrauen mehr in die demokratischen Institutionen. Das waren 15% 2013 und heute sind es 75%, die heute mit den demokratischen Institutionen zufrieden sind. Und heute ist es so, dass die Portugiesen an zweiter Stelle stehen, wenn es um das Vertrauen in die Europäische Union geht, und zwar in allen 28 europäischen Mitgliedstaaten. Vor fünf Jahren waren es nur 25% der Portugiesen, die in die Europäische Union vertrauten. Das bedeutet, dass die beste Art und Weise der Bekämpfung des Populismus so ist, dass man garantiert, dass es immer eine demokratische Alternative gibt. Und eine demokratische Alternative, die für die Menschen gute Ergebnisse erreicht. Natürlich ist Kompromiss ein wesentliches Element der Demokratie. Und bei der gegenwärtigen Fragmentation in den Wahlen in unseren liberalen Demokratien sind Kompromisse bei Regierungslösungen gefragt. In Deutschland habt ihr die Große Koalition. In Griechenland hat Alexis Tsipras die Unterstützung der unabhängigen Griechen. Und in Portugal haben wir eine parlamentarische Vereinbarung mit Parteien links von uns, der Linke Blanc, die Kommunistische Partei und die Grünen. Jede Partei hat ihre eigenen Erfahrungen, aber der Schlüssel zum Erfolg der Stabilität der portugiesischen politischen Lösung ist, dass jede einzelne Partei ihre eigene Identität behalten hat, ohne der Versuchung zu erstehen, dass er den Raum der anderen politischen Partner einnehmen möchte. Das hat dazu geführt, dass wir unsere Unterstützung erhöhen könnten. Und zwar nicht auf Kosten unserer Partner,
sondern auf Kosten unserer politischen Gegner. Drittens, als Schlussfolgerung, die Sozialisten und Sozialdemokraten müssen sich mobilisieren. Populismus, Ausländerfeindlichkeit, Protektionismus und Extremismus können nur besiegt werden durch Wahrheit und erkämpft werden durch Ergebnisse. Das sind Wahrheiten, die gesagt werden müssen. Zunächst zur Migration. Dies ist die globale Herausforderung mit dem größten Potenzial der Spaltung heutzutage. Wir müssen uns daran erinnern, dass Migration seit Beginn der Menschheit existiert. Wäre der erste Homo sapiens nicht aus Afrika emigriert, dann würden wir wahrscheinlich heute nicht hier sein. Heute gibt es 250 Millionen Migranten in der Welt. 250 Millionen Migranten in der Welt. 62 Millionen sind Europäer. Und nur 34 Millionen kamen von Afrika. Und wenn wir die gegenwärtigen demokratischen Tendenzen in Europa berücksichtigen, dann brauchen wir und werden wir Migranten brauchen, um Wachstum, Wohlstand und Nachhaltigkeit unseres sozialen Modells zu gewährleisten. Deshalb brauchen wir eine umfassende Strategie, um die Migrationsflüsse zu bewältigen, die auch, was dann auch bedeutet, die Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent zu fördern. Das bedeutet den Schutz unserer Außengrenzen, Solidarität und die Verantwortung, jene zu empfangen, die internationalen Schutz brauchen. Und wir brauchen aktive Inklusionspolitiken. Wir brauchen aber auch Ergebnisse. An erster Stelle müssen wir das ehrgeizigste Projekt abschließen, das wir bisher gestartet haben, den Euro. Wenn ein Liberaler wie Macron verstanden hat, wie wichtig es für die Zukunft des europäischen Projektes ist, dass die Wirtschafts- und Währungsunion vervollständigt wird, abgeschlossen wird, dann ist es unsere Verantwortung, weiter zu gehen und an vorderster Stelle bei ihrer Umsetzung zu sein. Nun, wo der Präsident der Eurogruppe ein Sozialist ist, wenn der Leiter des Wirtschafts- und Währungsausschusses im Europäischen Parlament ein Sozialist ist, wenn der Finanzminister der Großen Koalition in Deutschland, unser Kamerad Olaf Scholz, ist, dann müssen wir diese Veränderung anführen. Die Meseberg-Erklärung sagt es ganz klar. Wir müssen abschließen, was wir begonnen haben. Die Bankenunion, die Reform des europäischen Stabilitätsmechanismus. Und das heißt auch die Schaffung einer Backstop-Lösung für den einheitlichen Bankenabwicklungsfonds. Auch ein europäisches Einlagensicherungssystem und die Schaffung von steuerpolitischen Aktionsmöglichkeiten für die Eurozone. Jetzt, wo Portugal das Defizitverfahren hinter sich gebracht hat und auch Griechenland dieses Verfahren hinter sich gelassen hat und das übermäßige Defizit
beendet hat, so ist es nun der Zeitpunkt, um die Währungs- und Wirtschaftsunion zu vervollständigen. Man muss das Dach reparieren, wenn die Sonne scheint. Und wir müssen es reparieren, bevor Salvini und Di Maio wieder neue Regentage bringen. Wir können nicht mehr Europa in der Verteidigung, in Sicherheitsfragen oder Forschung und Entwicklung wollen, wenn wir keine stabile Eurozone haben, die in der Lage ist, Wohlstand für alle zu schaffen und Konvergenz zu fördern. Diese große Verantwortung haben wir, Sozialisten und Sozialdemokraten. Wir müssen uns wirklich daran machen, diese Fragen zu lösen. Wir müssen die Europäische Union auch mit einem Haushalt ausstatten, der ihren Zielen gerecht wird. Wir können nicht Aufgaben versprechen und das dann nicht einlösen. Wir können nicht mehr Europa wollen, ohne mehr für Europa zu geben. Und auch nicht, indem wir es auslassen, mehr für Europa verhandeln. Wir müssen die Verhandlungen unter dem jetzigen Mandat des Europäischen Parlaments unter Udo Bullmann, wie Udo Bullmann es gesagt hatte, abschließen. Ansonsten würden wir bei der Übergangsperiode zwischen den Finanzrahmen negative Auswirkungen haben, wenn es um das Vertrauen der Bürger geht. Wir wollen, dass die Bürger wieder Vertrauen haben, auch im Kontext des Brexits und der politischer Spaltung und Außengefahren. Europa muss zeigen, dass er Entscheidungen tätigen kann. Liebe Freunde, liebe Andrea, lieber Udo, die Rolle der deutschen Sozialdemokratie ist unersetzlich. Eine starke SPD macht Europa stärker. Obrigado. Obrigado, Antonio Costa. Obrigado, Antonio Costa. Antonio Costa, das ist eine Alternative zur Austerität geben muss. Es gibt ja so viele Jahrestage diese Woche, ne? Und in diesem Monat. Ein Jahrestag, ich will jetzt nicht alle erwähnen, die in den letzten 3 Tagen immer erwähnt wurden, aber ein Jahrestag ist mit Sicherheit der Crash auf den Finanzmärkten, der dazu geführt hat, dass Banken gerettet wurden, dass Rettungsschirme gespannt wurden, dass Kredite verliehen wurden, aber auch geplatzt sind. Und dass das zum Teil viele Menschen in Europa ins Unglück gestürzt hat. Armut und Arbeitslosigkeit.
sind in diesen Ländern, die davon sehr betroffen sind, immer noch auf der Tagesordnung. Ihr ahnt es, Sie ahnen es, ich komme jetzt zu dem nächsten Redner, der davon mit Sicherheit ein Lied singen kann, wie diese Finanzkrise sich auf die Zivilgesellschaft, auf die soziale Sicherheit des Landes ausgewirkt hat. In diesen Turbulenzen ist politisch viel passiert. Viel Negatives, es ist aber auch einiges Positive passiert, eine Bewegung entstanden, die Junglinks und dann bei der Wahl auch gewonnen hat. Und seitdem ist Alexis Tsipras, Ministerpräsident von Griechenland. Kalispera, Alexis Tsipras. So thank you. Thank you very much for your kind words. I will make my speech in the Greek language, so please take your microphones in your hair. I know that there is a high interest from the Greek media, so I'm seeing the Greek state television. That's why I will make my speech in the Greek language, but. Before starting, let me say to Andreas that it's a great honor for me to be here among you. And I want to thank you very much for your solidarity all these difficult years for Greece. This solidarity was priceless. It was one of the reasons that we managed to overcome these difficulties. Aus dieser Rolle wieder herauszukommen. Und wir haben bereits mitgeteilt, dass wir die Gelegenheit haben, den Weg zu bereiten. Aber wenn man nämlich manchmal hier eine, wir haben ja über Diäten vorhin gesprochen, manche werden auf Diät gesetzt, manche von uns. Naja, einige der Programme, die wir in unseren Ländern umgesetzt haben, können sich hier einreihen. Aber wir haben sie wirklich zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht und befinden uns nun auf dem Weg des Wachstums und hoffen auf mehr Wohlstand für unsere Bevölkerung. Ich würde also gerne mit meiner Rede beginnen, indem ich eine Bemerkung mir erlaube in Bezug auf den Titel unserer heutigen Debatte und unserer heutigen Diskussionsrunde. Der Titel heißt Links und erfolgreich. Links und erfolgreich also. Die Vorstellung des Erfolges ist eine völlig andere, je nachdem, so wie sie dargestellt wird im Titel oder bezeichnet wird, wie sie eben von der Linken gesehen wird. Denn der Erfolg, der für uns als Erfolg gesehen wird, ist letztendlich eine objektive Beurteilung und unterscheidet sich wesentlich, je nachdem, wer sie in Anspruch nimmt, ob die Linke von Erfolg spricht oder ob die Rechte von Erfolg steht. Es steht außer Frage, dass wenn eine Wirtschaft positive Wachstumsraten erzielt und wenn es Wohlstand gibt im allgemeinen Sinne dieses Begriffs, dann gibt es natürlich, ist es außer Frage, dass wir hier es mit einem objektiven Erfolg zu tun haben. Wenn man es schafft, aus der Krise herauszutreten und was jetzt konkret Griechenland anbelangt und Portugal anbelangt, wenn man es schafft, aus den Memoranden herauszutreten, dann ist es natürlich objektiv ein Erfolg. Und natürlich könnte man also sagen, dass diese Tatsache ein Erfolg ist, unabhängig davon, ob man von einer rechten oder von einer linken Denkweise ausgeht. Aber für mich und für Antonio reicht dies nicht. Das heißt, der Ausstieg aus den Memoranden, um einfach zu sagen, wir sind erfolgreich. Erfolg für uns ist der Ausstieg aus den Memoranden, der Ausstieg aus der Krise, die Bewältigung der Krise, in dem aber die Gesellschaft noch aufrecht steht. Ausstieg und Bewältigung der Krise mit gleichzeitig der kleinstmöglichen, mit den kleinstmöglichen Verlusten für Arme und für
die Schwachen, für die Jugend und für die arbeitende Gesellschaft. Das ist Erfolg für eine linke, für die linke Seite. Also ist es eine Sache, der Erfolg, wenn man sie von der linken oder von dem rechten Blickwinkel sieht. Und das ist eine wesentliche, eine substanzielle Unterscheidung und nicht nur eine, die auf der Semantik eine Rolle spielt. Denn die Frage des Erfolges ist eine Frage, die zu tun hat mit den wesentlichen Entscheidungen und Prioritäten, die wir setzen. Für wen gelten unsere Entscheidungen? Wen entscheiden wir zu vertreten, zu repräsentieren? Für wen kämpfen wir? Was ist die Entscheidung? Für wessen Leben verbessert sich durch die Politiken, die wir anwenden? Das sind die kritischen Fragen, die zu stellen sind. Und um auf diese Fragen eine Antwort zu sagen zu können, brauchen wir klare Prioritäten. Und wir müssen vollkommene Vorstellungen haben und klar darüber sein, welche Auswirkungen unsere Entscheidungen haben auf jene Schichten, die wir entschieden haben zu vertreten. Liebe Freundinnen und liebe Freunde, als ich vor dem großen Dilemma gestellt wurde, vor dem größten Dilemma, vor dem ein Ministerpräsident stehen kann im Juli 2015, gab es etwas, was mir geholfen hat, schwierige Entscheidungen zu treffen. Aber das eine, was mir sehr geholfen hat, war, als ich mit klarem Kopf versucht habe, die Auswirkungen einzuschätzen, die meine Entscheidungen haben würden, Auswirkungen auf die sozialen Kräfte, die Linke zu verteidigen hat und zu unterstützen hat. Und der Vergleich war wirklich erschreckend. Denn Griechenland stand vor dem Konkurs aufgrund eines systematischen Raubs des Wohlstands, des Reichtums und Güte und der Güter von vielen zugunsten einer Elite, die es geschafft hatte, diesen Wohlstand auf Banken ins Ausland zu bringen, sodass folglich die Option eines Austritts aus der Eurozone und die Rückkehr zu der nationalen Währung, die eine Option, die für manche äußerst links und eine äußerst revolutionäre Option war, in Wirklichkeit die Option der vollständigen Zerstörung der einfachen und schwächeren Schichten wäre, das die vollkommene Zerstörung gewesen. Schichten, die wir entschieden haben zu repräsentieren. Kurzum, würde das eine zerstörerische, eine katastrophale Option bedeuten, die unter dem Deckmäntelchen des linken und progressiven, Haltung letztendlich uns zu einer gewaltsamen Umverteilung des Reichtums führen würde, die wirklich gewaltsam wäre und noch gewaltsamer wäre als die Memoranden. Wir haben uns für einen schwierigen Kompromiss entschieden, ohne unsere Hauptausrichtung aus den Augen zu verlieren. Dass wir jederzeit und bei jedem Schritt immer uns vor Augen führten, für wen wir kämpften, für wen verhandeln wir hart, für wen haben wir gekämpft in einem tatsächlich sehr schwierigen europäischen Umfeld, was die politischen Konstellationen damals anging. Und heute, liebe Freundinnen und liebe Freunde, wenn ich den Eindruck habe, dass wir etwas geschafft haben und Recht behalten haben für unsere schwierigen Entscheidungen von damals, hat es nicht damit zu tun, dass wir die vollständige Katastrophe abwenden konnten und nicht nur, weil wir es geschafft haben, unsere öffentlichen Finanzen zu sanieren und statt Defiziten jetzt tatsächlich Überschüsse haben, und zwar über den Zielen hinaus, sondern weil wir all das geschafft haben, indem wir gleichzeitig in derselben Zeit
die Arbeitslosigkeit um 8 Prozentpunkte herunterfahren konnten, indem wir es geschafft haben, dass Menschen den freien Zugang bekamen, Menschen, und zwar 2,5 Millionen, die nicht versichert waren und die ausgeschlossen waren, Zugang zu den Gesundheitswesen bekamen, indem wir den Niedriglohn erhöhen konnten, den Mindestlohn, indem wir das garantierte Mindesteinkommen verankert haben, durch das Sozialversicherungsnetz geschaffen haben, indem wir eine schwierige, aber gerechte Reform der Sozialversicherung geschaffen haben, die ein nachhaltiges und gerechtes Sozialsicherungssystem geschaffen haben, indem wir die Normalität zurückerlangt haben in bestimmten und bekommen haben, auf der Ebene der Kliniken, der Schulen und der Universitäten, wo das Lehrpersonal bis in der ersten Hälfte eines jeden Schuljahres oder Studienjahres gefehlt haben und der Unterricht nicht aufgrund von Büchern, Lehrbüchern, sondern auf Fotokopien gemacht wurden. Das ist das, was wir geschafft haben. Wir haben es geschafft, nicht nur, weil wir positive Wachstumsraten haben, sondern weil wir es geschafft haben, dass unsere Gesellschaft auf den Beinen noch steht. Und das ist ein linker Erfolg. Die Unterstützung, die Stütze, die Unterstützung der Gesellschaft, auch der Schwächsten einer Gesellschaft, in Verbindung mit einer Reihe von gesetzgebenden Maßnahmen und Initiativen, die politische und soziale Rechte verleihen jenen, die keine Rechte haben, die einen Status und eine Stimme verleihen jenen, die keine Stimme haben, gleiche Rechte für alle Bürger ermöglichen, jenseits von Herkunft, jenseits von Geschlecht, von Religionszugehörigkeit oder der sexuellen Ausrichtung. Das ist ein Erfolg. Das ist ein Erfolg mit einem linken Vorzeichen. Und das sage ich alles, um zu erklären, dass die Frage des Erfolges immer eine relative ist und hängt immer von der Warte aus, von der man sieht, aber auch von den politischen Alternativen und von den Gegebenheiten, die man hat. Meines Dafürhaltens ist ein klares Ziel für eine erfolgreiche Politik in Europa, die Umverteilung des Reichtums und die Unterstützung der Schwachen. Aber noch größeren Erfolg bedeutet das, wenn man es schafft, ohne dass man das Erreichte, den Besitzstand jener, die man unterstützen will und schützen will, in Frage zu stellen. Ohne also, dass man die öffentlichen Finanzen gefährdet, ohne dass man das Erreichte in Frage stellt. Und wenn man nun von Umverteilung spricht, ist man verpflichtet, auch die Frage des Mindestlohns anzusprechen. Ob also man dafür kämpfen soll, dass der Mindestlohn ansteigen soll für alle Beschäftigten, indem wir gleichzeitig versuchen, die Dynamik der Volkswirtschaft zu stärken. Das ist meines Erachtens ein äußerst wichtiger Aspekt der gesamten Strategie der Linken. Und nicht nur, weil sie unmittelbar den Lebensstandard der Arbeitnehmer beeinflusst, sondern weil dies der Ausgangspunkt eines positiven Zyklus für die Wirtschaft darstellt, durch den Anstieg des Konsums. Doch neben diesen beiden Kernbereichen, die Investitionen in Schlüsselsektoren der Wirtschaft und der Gesellschaft und die Frage des Mindestlohns, müssen wir heute unseren Blick auf Fragen richten, die nicht rein wirtschaftlicher Natur sind, sondern die sich im Kern der Politiken der linken und fortschrittlichen politischen Kräfte befindet, verankert sind, sowie die große Frage des Umweltschutzes. Wir müssen hier klar sagen,
und Klarheit darüber haben, dass wir nicht vor einem etwas schematischen Dilemma uns befinden zwischen der Gewinnmaximierung auf der einen und dem Schutz der Umwelt auf der anderen. In dem Fall müssen wir ganz klar uns vor Augen führen, dass wenn wir es mit einem derartigen Dilemma haben, wir Letzteres wählen sollen. Denn wir wählen dafür, eine Welt der neuen Generation zur Verfügung zu stellen, die nachhaltig ist. Derartige Dilemmata bedeuten, dass wir flexible und moderne Politiken entwickeln sollen, die eine nachhaltige Entwicklung gewährleisten. Wir müssen erneuerbare Energien fördern und den Übergang zu einer grünen Wirtschaft zum Ziel haben. Das ist keine fremde Agenda. Das ist unsere eigene Agenda, Agenda der Linken und der fortschrittlichen Kräfte. Alle diese Fragen und die wichtigen Entscheidungen sind wichtige Entscheidungen, strategische Entscheidungen, und wir müssen darüber diskutieren. Und wir müssen sie diskutieren offen und in der Öffentlichkeit. Doch die Linke steht heutzutage zweifellos vor einem strategischen Rätsel. In den letzten Jahrzehnten haben sich die Sozialdemokraten dafür entschieden, sich ein breiteres Publikum zu erreichen. Diese Bewegung hat nicht stattgefunden auf der Grundlage der Bereicherung oder der Modernisierung und auch der reichen linken Tradition. Sie fand nicht so statt. Sie vollzog sich durch eine scharfe Wende, eine plötzliche Wende, die häufig sie wegführte von den Leitprinzipien der Sozialdemokratie. Und ich möchte an der Stelle sehr klar sein. Ich bin nicht gegen Veränderung, ganz im Gegenteil. Ich bin der Meinung, dass Reformen und Veränderungen sich in den Genen der Linken befindet. Doch haben Sie überhaupt keine Zweifel, dass das vollständige Abrücken von Prinzipien, von Grundsätzen, das Abrücken von diesen Prinzipien sich katastrophal auswirken wird. Die Ergebnisse dieser Kehrtwende sind schon enttäuschend. Und um es so simpel wie möglich zu formulieren: Die Linke scheint hier ihre soziale Basis zu verlieren, und das gilt für ganz Europa. Und nicht nur das. Das Schlimmste ist, dass dieses Vakuum von anderen politischen Kräften geschlossen werden und gedeckt werden, die eine rechtsradikale, eine populistische Rhetorik haben. Es handelt sich um die Rechtsradikalen, es geht um die Demagogen, ja sogar um Kräfte, die offen faschistisch sind, die erstarkt sind, und zwar auf gefährliche Weise in ganz Europa in den letzten Jahren. Es ist also unsere Pflicht, diese Realität anzugehen. Es ist unsere Pflicht, es nicht zuzulassen, dass dieser Albtraum in Europa und für unsere Gesellschaften Realität wird. Es ist gefährlich für unsere Gesellschaften und nicht für unsere Parteien. Es ist gefährlich für unsere Gesellschaften, es ist gefährlich für Europa, für unsere gemeinsamen Werte. Genau aus diesem Grund meine ich, dass die Linke wieder einmal die Sprache der Menschen sprechen soll, der Menschen, die sie repräsentiert. Sie soll dort, wo sie an der Regierung ist, Politiken erarbeiten und umsetzen, dort, wo sie in der Regierung ist. Politiken, die das Leben der Menschen, der Mehrheit der Menschen verbessern. Und ich spreche hier nicht
um eine theoretische Nabelschau. Nein, ich spreche von einem kohärenten Programm, das zielgerichtet und umsetzbar ist. Um die Notwendigkeit einer neuen Charta der Rechte, der Arbeitswelt, der Welt der Wissenschaft, der Kultur, der neuen Generation, also der Jugend. Genau aus diesem Grund meine ich, dass sowohl die Sozialdemokratie als auch wirklich die Linke alle progressiven Kräfte Europas, progressiven, linken, sozialen, sozialdemokratischen, ökologischen Kräfte, sie wirklich nachvollziehen müssen, dass unser gemeinsames Haus Europa vor einem sehr großen, vor einer sehr großen Gefahr steht. Und also müssen wir unsere Differenzen beiseite legen. Wir müssen uns treffen, um unser Haus zu retten, das gefährdet ist. Natürlich benötigt man hier politischen Mut, um diesen Schritt zu unternehmen. Wir brauchen, benötigen auch einen zeitgenössischen, einen progressiven Plan, der im Mittelpunkt den Menschen stellt. Aber auch die Entwicklungen und die Veränderungen in Europa sieht. Man benötigt eine Strategie, um das Vorrücken der extremen Rechten und des Nationalismus aufzuhalten. Es ist allerdings, liebe Genossinnen und Genossen, auch Selbstkritik benötigt es. Es ist auch Selbstkritik vonnöten, von allen Seiten, von uns allen. Das Beispiel von Portugal, und ich würde sogar hinzufügen, auch das Beispiel von Spanien, Pedro ist gerade nicht da, aber auch da haben wir Wunderbares geschaffen, ist das der handfeste Beweis dafür, dass die Sozialdemokratie und die Linke auf der Grundlage einer programmatischen Zusammenarbeit zugunsten der Mehrheit der Gesellschaft an einen Strand ziehen können und sollen. Es ist vielleicht nicht das Beste, über die griechische Erfahrung zu sprechen, denn in der Tat, in meinem Land, haben wir es nicht geschafft, einen gemeinsamen Gang zu finden. Und leider haben wir einen eindimensionalen, einen einseitigen Kampf gegen linke Entscheidungen und Optionen. Und zwar auch, wenn es sich um Entscheidungen geht, die von historischer Bedeutung sind. Entscheidungen, die unsere Regierung in der letzten Zeit trifft. Doch was wichtig ist, was wir sehen sollten, ist, dass ob wir es nun wollen oder nicht, der Zusammenschluss der progressiven und linken Kräfte kommen wird, von unten, und auch als eine Notwendigkeit kommen wird für die politischen Führungen. Und das wird auch in Griechenland, aber auch in Deutschland passiert, in ganz Europa. Bitte gebt mir noch 2 Minuten von eurer Zeit. Widmet mir 2 Minuten. Ich möchte wichtige historische Initiativen ansprechen. Vor wenigen Monaten noch habe ich und der Ministerpräsident der ehemaligen Jugoslawischen Republik von Mazedonien, Zareb, der, und das ist kein Zufall, dass wir beide progressive Regierungsführer sind, haben wir entschieden, einen Weg mehr zu tun. Und wir haben Stereotypen überwunden, die großen Reaktionen haben wir überwunden, die es gab in seinem wie in meinem Land. Wir haben nationalistische Auffassungen überwinden können und Vorstellungen hinter uns gebracht, um unsere Völker näher zu bringen, indem wir träumten, dass wir in dieser schwierigen Ecke
nämlich auf dem Balkan, eine Zukunft der Zusammenarbeit, des Wohlstands und des Friedens zusammenleben können. Und wir haben es geschafft, eine historische Vereinbarung zu treffen für den Balkan. Es ist das erste Mal seit dem Zusammenbruch von Jugoslawien, dass ein Konflikt, ein Streit beigelegt wird mit der entscheidenden Niederlage des Nationalismus auf beiden Seiten. Und wir sind sehr stolz für unsere Anstrengung. Wir sind stolz, denn wir wissen, dass andere Konflikte in unserer Region mit Blutvergießen und mit Tränen gelöst wurden. Und wir haben die Entscheidung getroffen, wissend natürlich, welche Reaktionen wir bekommen würden und auch wissend, dass wir so etwas wagen müssten, unabhängig von dem politischen Preis und zugunsten unserer Völker, zugunsten des Wohlstands und des Friedens für unsere Bürger. Und wir sind diesen Schritt gegangen. Leider haben wir in Griechenland keine Unterstützung gefunden seitens aller fortschrittlichen Kräfte. Aber ich möchte an der Stelle ganz herzlich danken Udo Bullmann, aber auch Andrea und auch alle Genossen und auch Mitarbeiter auf europäischer Ebene. Denn alle fortschrittlichen Kräfte in Europa haben uns unterstützt in diesen unseren Anstrengungen. Und das ist wertvoll, weil wir wirklich dieses Ziel erreichen wollten und einen Schritt weitergehen wollen. Und eine weitere ähnlich historische Initiative ist dies, was wir letzte Woche angekündigt haben. Es geht um eine zweckmäßige Gestaltung der Beziehung zwischen Staat und Kirche. Das ist eine historische Vereinbarung zwischen Kirche und Staat, damit wir die Trennung der Zuständigkeiten und der Rollen des Staates und der Kirche voranbringen können, dass wir verfassungsmäßige Änderungen durchsetzen könnten, damit wir eine religiöse Neutralität bekommen in Griechenland und dass wir einem Modell uns nähern, was Sie in Deutschland kennen und haben. Und ich erwähne all das, um zu erklären, dass linke und fortschrittliche Erfolge nicht Wirtschaftszahlen sind und Daten sind. Es bedeutet die Stützung der Schwachen. Es sind die Initiativen, die politische und gesellschaftliche Rechte unterstützen, aber auch Initiativen von historischer Bedeutung, die den Weg ebnen gegen Nationalismus, gegen Intoleranz. Und abschließend möchte ich sagen, dass eine solche Haltung, die Wege ebnet mit einem progressiven Antlitz, haben wir auch gesehen bei der Bewältigung der großen Flüchtlings- und Migrationskrise. Wir sind solidarisch, menschlich vorgegangen, aber auch sind effektiv gewesen. Abschließend, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, möchte ich sagen, dass die nächsten europäischen Wahlen im Mai kommenden Jahres besonders kritisch sind, nicht nur für die Linke und für die Zukunft der Parteien, sondern sie sind kritisch für die Zukunft in Bezug auf die Zukunft Europas. Denn wir befinden uns vor einer enormen Gefahr, der Anstieg der euroskeptizistischen Kräfte, der Intoleranz, des Nationalismus, des extremen Populismus. Wir stehen vor dieser Gefahr, dass sie Konstellationen schaffen, die auch die Existenz selbst der Europäischen Union infrage stellen werden und gefährden könnten. Wir sind verpflichtet, es zumindest wahrzunehmen, dies wahrzunehmen. Und wir sind verpflichtet, Prioritäten zu setzen, Prioritäten in Bezug auf unsere Ziele,
in diesem großen Wahlkampf. Wir wollen ein europäisches, ein demokratisches, ein umweltorientiertes Europa. Ein Europa, das die sozialen Rechte voranbringt. Für dieses Europa sollten wir kämpfen. Das ist das kritische Dilemma und das ist das Enjeu, vor dem wir stehen. Entweder werden wir alle zusammen für ein solches Europa kämpfen, auf dem Fußstapfen eines Willy Brandt, oder wir lassen Europa zurück in den Händen der Zerstörer der extremen Rechten. Das ist das große Dilemma. Entweder werden wir einen Schulterschluss schaffen für ein Europa der Solidarität und der Demokratie, oder wir lassen Europa fallen und Europa wird aufgelöst. Ich schlage vor, lasst uns zusammenarbeiten. Lasst uns beiseite legen alle Differenzen, die wir haben, die realen, die tatsächlichen Differenzen, die wir haben zwischen den Linken und der Sozialdemokratie, zwischen den Grünen und anderen Kräften, die eigentlich klein ausfallen, wenn man die großen Gefahren uns vor Augen führen und die großen Fragen, die wir zu bewältigen haben. Persönlich sehe ich niemanden außer uns allen, die wir hier uns zusammengefunden haben oder die ich angesprochen habe, die es schaffen würden, sich dieser Gefahr der extremen Rechten zu stellen und dem Vorrücken des Neoliberalismus sich stellen können. Ich glaube, dass niemand effizienter und zielgerichteter antworten kann auf all das zugunsten eines Europas der Solidarität, der Gleichberechtigung und der Demokratie. Herzlichen Dank. Danke, Alexis Tsipras. Danke, Antonio Costa. Danke, Andrea. Thank you very much, Antonio Costa, Alexis Tsipras, Andrea Nahles. Thank you very much. It is a proof that the progressive left can be successful.